Hier haben wir dann eine Innenvisualisierung des Badezimmers mit einer freistehenden Badewanne und diesem phänomenalen Blick. Hier hätte man diesen Bereich, wo die Galerie entsprechend mit eingebracht ist. Das wäre hinten der Esszimmerbereich. Eine Baustelle in der Wiesbadener Innenstadt. Maklerin Mira van der Zalm vermittelt millionenteure Wohnobjekte an eine anspruchsvolle Kundschaft. Was ist denn das Besondere hier an dem Gebäude? Das ist eindeutig die Lage, weil es wird in so einer Lage in Wiesbaden keinen zweiten Wohnturm geben. Also es ist wirklich ein Landmark-Projekt. Heute steht eine Baubesichtigung auf dem Plan. Ihr Begleiter schaut sich eine Luxuswohnung auf Wunsch eines Interessenten aus dem Ausland an. Wir fahren in das Penthouse, in die 21. Etage. Und das Penthouse an sich ist natürlich auch eine einzigartige Wohnung, weil sie die komplette Etage umfasst mit fast 476 Quadratmetern. Und sie geht über zwei Etagen. Das heißt, wir haben eine Raumhöhe von 5,15 Meter, was auch einzigartig ist. Also das gibt ein ganz besonderes Raumgefühl. Aber das werden wir gleich erleben, wenn wir oben sind. Was soll die kosten? Da liegen wir bei knapp 12 Millionen Euro, also ca. 25.000 Euro den Quadratmeter. Hier ist einer der beiden Wohnungseingangsbereiche und hier eröffnet sich schon der traumhafte Blick und natürlich diese spektakuläre Raumhöhe. Das ist schon einmalig. Und das musst du jetzt einfach mal auf dich wirken lassen, diese 5,15 Meter Deckenhöhe und Rundumverglasung. 500 Quadratmeter Wohnfläche stellt sich bei jedem normalen Menschen die Frage, wer bitteschön braucht so viel Platz? Die Interessenten wollen verständlicherweise anonym bleiben. Hier haben wir dann einmal Dressing Room mit den angeschlossenen Schlafzimmern, Badezimmern en suite, Guest Apartment, Guest Room. Hier hinten Salonbereich, der natürlich auch anderweitig genutzt werden kann. Und hier dann die Main Kitchen mit der großen Side Kitchen und der Storage Kitchen, wo letztendlich wirklich gearbeitet wird. Also das sieht man ganz häufig in solchen hochwertigen Objekten, dass es eine repräsentative Küche gibt und eine, in der dann wirklich gearbeitet wird. Gibt es. Ja, von Seiten des Projektentwicklers gibt es natürlich auch schon Entwürfe und auch Visualisierungen. Hier haben wir dann einmal den Turm, also das ist genau die Blickachse, die wir jetzt vor uns haben. Hier haben wir dann eine Innenvisualisierung des Badezimmers mit einer freistehenden Badewanne und diesem phänomenalen Blick. Hier hätte man diesen Bereich, wo die Galerie entsprechend mit eingebracht ist. Das wäre hinten der Esszimmerbereich. Und hier vorne wären wir wieder genau dort, wo wir jetzt uns momentan befinden. Und da natürlich auch wieder diese spektakuläre Raumhöhe, die man mit reingebracht hat. Erwartet Sie eine ganz schön ordentliche Provision? Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Schade, auch das bleibt also im Dunkeln, genauso wie der Fertigstellungstermin. Denn nach einem millionenteuren Wasserschaden könnte der sich wohl noch ins Jahr 2025 verschieben. Thank you.